Hier möchte ich Ihnen jetzt erstmal einen kleinen Einblick geben über die Benutzeroberfläche von It's Learning. Das heißt, Sie haben sich soeben über das Schulportal SH angemeldet, über It's Learning hier und landen dann auf einer Seite, die sieht so oder so ähnlich aus. Also hier ist quasi immer Ihr Ausgangspunkt. Hier haben Sie diese bunten Felder, das sind Ihre Kurse, die Sie mit Klassen haben, die Sie im Austausch mit Kollegen haben. Da klickt man rein und dann arbeitet man in den Kursen. Einmal nur kurz hier oben ist einmal auch noch ein Balken. Da gibt es eben die Auswahl an Kursen, wenn man auch neue hinzufügen möchte. Gruppen, Kalender, Bibliothek ist Material. Inhalt mit anderen Teilen auch. Das war das. Wenn Sie jetzt starten, ist der erste Schritt meistens in einen Kurs zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal rein. Und die Benutzeroberfläche oder wie es am Anfang aussieht, ist so oder so ähnlich. Ich möchte auch noch einmal kurz auf die zweite Leiste jetzt hier oben eingehen. Das heißt, jetzt sind Sie in einem Kurs und Sie haben die Übersicht. Damit öffnet sich immer ein Kurs. Es sind neueste Mitteilungen. Wenn ich eine Mitteilung mache an die Schüler zum Beispiel, würde das hier stehen. Dann gehen Sie in der Leiste oben weiter mit Pläne. Wird später noch erklärt. Da kommen Dinge rein, die ich Schülern zur Verfügung stelle. Das heißt Lernpläne, zum Beispiel Ressourcen. Hier ist eine Sammlung von meinem Material, das ich nutzen möchte, um später in diesen Plänen zu verwenden. Status Nachbereitung ist schon der nächste Schritt dann. Da beschäftige ich mich mit Schülern bzw. Dinge, die sie mir geschickt haben und die ich durchschaue, berichtige. Personen ist, wer ist in meinem Kurs. Mehr lassen wir hier einmal weg. Das nur einmal zur kurzen Übersicht. Also in einem Kurs habe ich hier oben die Leiste. Wenn ich jetzt zurückgehen möchte in meine Übersicht für alle Kurse, drücke ich hier oben links auf Aktuelles und lande dann wieder auf meiner Startseite.